Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar ja von dem besten und vermutlich am meisten erwarteten Spiel unserer ganzen Generation, Goat Simulator. Ich habe es gerade zum ersten Mal gestartet, ich habe es noch nicht ausprobiert und stürze mich für euch, weil ich halt so ein altruistischer Mensch bin, ins Geschehen. Spielen wir einfach mal. Ups. Ich bin eine Ziege. Ich bin eine Ziege. Ich kann alles kaputt machen. Oh. Komm, Ziege, komm. Komm. Ah. Oh. Yeah! Ziegenpower aktiviert! Nichts kann mich aufhalten, denn ich bin eine Ziege! Ich muss alles zerstören! Nö, 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 nö. Oh, was haben wir hier? Hm, ein Laufband? Mhm, mhm. Komm schon, Ziege. Yeah! Oh, hallo, Herr Nachbar. Hallo Auto! Ach Mist, verpasst. Oh, da stehen stumme Protester. Hm, ja, ja. Mhm, mhm. Mhm. Hallo! Fliegt, fliegt! Es gibt übrigens eine Taste für das. Mäh. Mäh. Blöck. Blöde Laterne, hau ab. Oh, ein Trampolin, noch eins. Jetzt bleib doch mal da drauf jetzt. Au. Oh, hi. Ziegen sind geil. Komm schon. Oh, was haben wir denn da? Ein Kran. Und natürlich können Ziegen auf Leitern klettern. Wer wusste das nicht? Ziegen können... Oh, das ist aber schön luftig hier oben. Oh, der Wind pfeift aber ganz schön. Komm, Ziege. Komm, du musst da hoch. Was machst du mit deinem Hals? Wer ist denn da? Hallo? Hallo, ich bin's, Ziege. Blöde Wand. Oh, was haben wir denn da? Eine Tankstelle. Hallo, guter Mann, ist das Ihr Auto? Michael Bay-Ziege. Wir jagen alles in die Luft.
Ach, wie praktisch, eine Trittleiter. Die brauchen Ziegen immer. Jetzt. Oh, geh doch über den Zaun. Irgendwie muss ich noch kurz an den Dings. Ah, Mouse Sensitivity. Ich glaube, die muss ich ein kleines bisschen runterdrehen, weil irgendwie dreht sich mir das immer zu schnell. Oh, das ist schon ein bisschen besser. Oh, Fässer! Ah! Blöde Fässer! So, wo finde ich die nächsten Leute? Ach, ich muss tatsächlich erst hier wieder über den Zaun. Ah! Und natürlich explodiert er gleich. Selbstverständlich. Oh. Yeah, ich hab was an meiner Zunge kleben. Sobald man E drückt, bleibt die Zunge etwas kleben. Und man kann es mitnehmen. Hallo, guter Mann. Kommen Sie doch mal kurz mit. Ich will Ihnen was zeigen, denn ich bin eine Ziege. Oh. Oh, das... Oh. Das tut mir leid. Wurden Sie jetzt vom Duster überfahren? Oh, 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 Auto. Ah! Ach, so eine Ziege ist robust. Die kann nichts zerstören. Oh, hallo. Oh. Powerziege. Ah. Oh, da ist noch eine Ziege. Hallo, Frau Ziege. Wo ist die Ziege hin? Wo ist die zweite Ziege? Oh, ich wollte doch mit der zweiten Ziege spielen. Na? Na, wie geht's? Gucken Sie gerade über den Zaun? Sehen Sie sich die lustige Ziege an? Ah! Kommen Sie doch mal kurz mit. Oh, guck mal, hier ist ein Kollege von Ihnen. Den nehme ich auch mit. Ne? Komm mit. Komm schon. Stell dich nicht so an. Wir machen nur einen kleinen Spaziergang im Wald. Oh, da ist eine Party. Da musst du unbedingt hin. Guck mal, die grillen da voll. Guck mal, geh doch mal hin. Schau dich doch mal um. Ah, dann nicht. So. Ah. Voll ins Gesicht. Yes, Party Crasher. Schreiziege. Oh, was haben wir hier? Einen Wasserpark? Eine Rutsche? Da können wir ja nicht widerstehen. Nichts wie rauf. Oh, Ziege kann auch schnell rennen. So, nehmen wir links oder rechts? Links. Komm schon. Ziege. Wuhuhu. Yeah. Ah. Oh, das ist ein Truck von der Firma Truck. Oh, das war ein Truck. Geil. Ah, wir gehen mal kurz die Leiter hoch. Was haben wir denn noch? Oh, oh, wir können auf den Turm. Nee, komm.
Ziegenpower aktiviert. Kommen Sie doch mit hoch. Ja, ist kein Problem. Ich zeige Ihnen den Weg. Kommen Sie, wir gehen auf den 10-Meter-Turm und Alter, Stretch-Zunge extrem. Jetzt stellen Sie sich halt nicht so an. Das Experiment. Wie lang kann eine Ziegenzunge werden? Oh, was haben wir da? Eine goldene Ziegenstatue. Habe ich jetzt eingesammelt? Oh, eine Gasflasche. Oh. Und jetzt, Geronimo! Wuhu! Au! Oh, aua. Arme Ziege. Springen wir mal ein bisschen. Oh. Ah. Mist, ich will mal ein Salto machen. So. Hui, das geht aber hoch. Wie macht man denn ein Salto? Muss man denn nicht nur die Maus? Yeah! Das waren sogar zwei oder drei Saltismen. Ziegensalto. Blöde Bank, hau ab. Aha, aha, hier sitzen die Punktrichter normal. So, ich setze mich irgendwo hin, ich nehme mal einen Stuhl mit. Kann ich mich schön irgendwo in den Garten setzen mit dem Klappstuhl. Oh. Oh, entflammbar, ja. Ah. Au. Warte, ich will den Laster mitnehmen. Nein, der ist zu schnell. Jetzt aber schnell galoppieren. Au. Yes, yes, ich habe ein Auto gefangen. Schnell festhalten, festhalten. Oh. Oh. Wo bin ich? Hm. Ja. Oh, ich glaube, da klammere ich jetzt nicht dran fest. Oh. Ich klebte am Schild. Ach, was kann eine schöne Ziege denn hier noch alles erleben? Ah, oh, überfahren werden. Nee, 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 nee. Ah, Oh, hallo, Sie sitzen hier ein bisschen rum, ja? Ja? Ich nehme mal was mit. Nein? Ah! Tut mir leid, ich wollte nur. Ich will hier nur eigentlich nur. Ich möchte doch. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht und sie stecken in der Wand fest. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich gehe da mal wieder. Ich wollte keine Umstände bereiten. Also ich muss sagen, Ziegen-Simulator ist vermutlich wirklich das beste Spiel, das ich je gesehen habe, denn man spielt eine Ziege. Na? Hallo Ziege. Na? Na? Ja. Schreiziege. Oh, eine Leiter. Ihr wisst, was das bedeutet. Rauf aufs Dach. Kletterziege. Komm schon, rauf da. Oh, was haben wir denn da oben? Da ist irgendwas Rotes. Nö, 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 nö.
Hallo, guter Mann. I want my mommy. I want my mommy. Warten Sie. Hey, ich helfe Ihnen. Wo wollen Sie hin? Da hinten? Wollen Sie wieder zurück zur Party? Hier, setzen Sie sich doch an den Tisch. Ja, genau so. Warten Sie, ich rück Ihnen den Stuhl zurecht. Nein, nein, nicht. Oh, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich den Tisch. Oh, das tut mir leid. Ich stelle den mal wieder auf. So, nein. Nein, auch nicht. Moment, gleich habe ich's. Ach, Ziegen sind mit ihrer Zunge einfach nicht so geschickt wie wir mit unseren Händen. Aber, na komm, komm, komm. Ah. Komm schon. Ach so, jetzt steht der Tisch wieder. Ich rücke ihn noch den Stuhl zurecht. Oh, jetzt habe ich den Grill mitgenommen. Ich wollte doch nur den Stuhl. Der Stuhl steht auch. So, und jetzt können Sie sich hier bequem hinsetzen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Da, auf den Stuhl. Nein, nicht neben den Stuhl, auf den Stuhl. So, bitteschön. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß bei Ihrer Grillparty. Bin ich das nächste Mal eingeladen? Anscheinend nicht. Die mögen hier keine Ziegen. Das finde ich nicht okay. Das ist sexistisch. Oh, was haben wir denn da? Oh, eine Rakete. Ein satanistischer. Können wir hier denn irgendwas... Können Sie hinstellen und schreien? Aha. Ich glaube, hier muss man irgendwas machen, oder? Boah. Das gilt es noch herauszufinden. Wir sind ja eine satanistische Ziege. Eigentlich müssen wir dann ja irgendwas machen, hier ein Ritual performen oder sowas. Oder Knäckebrot essen oder so. Um die bösen Geister heraufzubeschwören. Ach so, hallo, Sie haben Spaß an Ihrer Grillparty? Ja? Ja? Sie haben Freude hier? Jetzt nicht so aufdringlich. Ich nehme mir ein Paket Saft mit, ne? Nehmen wir den Saft mit. Alles in Ordnung? Gut, danke. Man wird ja durstig als Ziege. Besonders wenn man so viele Dinge an seine Zunge klebt. Da wird die, wird die schnell trocken. Da muss man zwischendurch mal einen Saft trinken. Oh, was ist das? Es kann fliegen. Blink, blink. Oh, wer hat denn die Autos hier zerstört? Das gibt's ja gar nicht. Oh, ein Parcours. Den laufen wir mal. Oh, der war aber kurz. Oh, da müssen wir unbedingt drauf, oder? Ziegen wollen ja die Aussicht genießen. Oh. Na komm schon. Kletter auf den Turm, Ziege. Ja, da hast du recht. Oh, da ist ja noch eine Ziege. Hallo. Und ich habe eine zweite Ziegenstatue gefunden. Ich weiß noch nicht, was man damit macht, aber ich habe sie gefunden. So, komm mal mit, Ziege. Wir gehen mal hier rauf. Ist ein bisschen tricky als Ziege hier. Und warum kommt die andere Ziege nicht mit? Das ist ja doof. Huch. Komm hier, Ziege. Komm. Ah, komm.
Was war das denn? Komm Ziege, ich will doch nur spielen. Wir sind doch alle Ziegen hier. Dieser Zaun stört ein bisschen. Der stört die Sicht. Der muss weg. Zum Glück sind wir eine bewanderte Konstruktionsziege, beziehungsweise Dekonstruktionsziege, und wissen genau, was zu tun ist. Blöder Zaun. So, mit diesen ersten Eindrücken verabschiede ich mich aus dieser Folge vom Goat Simulator. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt...